Ich habe heute den Nutri-Score auf den Weg gebracht. In Deutschland kommt der Nutri-Score breitflächig in Deutschland in den Supermarktregalen. Was bewirkt der Nutri-Score? Er soll helfen, unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Einkauf sich schnell entscheiden zu können, eine gute Orientierung zu haben und einfach besser essen zu können. Und jetzt hat es den Vorteil, dass die Unternehmen, die wirklich für eine bessere Zusammensetzung ihrer Produkte sorgen, damit dann auch werben können. Das heißt, dass man dann auch einen sogenannten besseren Score bekommt. Und lassen Sie mich nur einen Punkt sagen. Ich würde es gerne verpflichtend einführen. Es geht europarechtlich nicht. Mir war es wichtig, alle mitzunehmen, alle an einen Tisch zu holen, das wissenschaftlich begleiten zu lassen und europarechtlich dem auch Genüge zu tun, dass wir eine Verbraucherbefragung auch gemacht haben. Das war die Voraussetzung. Heute ist ein guter Tag für den Verbraucherschutz, ein guter Tag für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Warum ist das so? Weil mit dem Nutri-Score werden drei Dinge möglich. Erstens, wir bekommen eine gute Verbraucherinformation auf den Lebensmitteln, die wir kaufen. Es ist eine wertende, eine orientierunggebende Information. Das sehen Sie an der Farbskala. Das ist gelernt und damit können Menschen nachweislich in vielen Ländern getestet etwas Gutes anfangen. Wir hatten durchaus etwas gerungen um die Frage Einführung des Nutri-Score. Ja, nein, in welcher Form, wann. Ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt eine Entscheidung haben. Was wir wollen, ist eine Orientierung für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das ist ein Baustein meiner Ernährungspolitik, denn wir haben einen gesamtheitlichen Ansatz. Wir wollen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland in ihrem Alltag, der schnell, der hektisch ist, wo man vieles unter einen Hut bekommen muss, wo man natürlich auch nach Fertiggerichten, also nach verarbeiteten Gerichten auch greift, wollen wir, dass sie sich besser orientieren können.